Hallo? Hallo? Ja, er sei tot. Auch wieder Zeugs. Na ja, klar. Muss noch einkaufen. Na, Muni. Muni ist nicht mehr vorhanden. Hast du nicht gehört, Pascal muss noch einkaufen, er muss noch. Nee, der andere da. Oh nee, da hat jetzt wieder voll sein Leben, ey. Was sagt er? Time to die. One zone time to die, ja. Alter. Oh, Feuerschaden macht er wahrscheinlich mehr bei denen. Okay. Okay, er hat sein Schild, dann du da hinten. Oh Gott. Komm mit schon mega. Hör mal, der Sentry ganz zerlegt, das Arschloch. Gott! Nicht sterben! Hey. Hey. Welcher hat jetzt kein Schild? Der da hinten. Der hat doch ein Schild bekommen. Immer der quasi halb Furious gerade heilt. Ja. Das ist der gerade kein Schild hat. Geht. Ah, Gott. Oh Gott. Au, 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 au. Oh Gott. Okay. Ah, okay. Komm schon. Elf den Belly Birds. Ja. Okay, vielleicht nicht schon mal ein. Ach ne, er hält sich gerade wieder, fuck. Ja. Okay, okay, welcher ist jetzt offen? Der bei ihm ist. Ja. Ah, oh, shit. Oh oh. Ah, oh. Ist hier eigentlich was? Okay. Okay. Einer ist down. Einer ist weg. Okay, okay. Einer ist down, das heißt. Achi. Wir haben nur noch die beiden, die da sind. Okay, ich hab den nächsten. Passt. Passt, ja. Komm, welcher jetzt? Die wechseln sich immer ab, also wenn einer dran ist. Okay. Aufhört, okay. Letzten. Now the last one. Ja, mach doch los. Wahrscheinlich müsst ihr ihm gerade wehtun, genau. Ich nicht mehr wehtun kann. So! Okay. It's over! Okay. Ist vollkommen. Kann immer aufpassen, immer weit weg von der Scheiße, die er da gerade macht. Feuerschutz! Ich muss mir aber immer wieder Munitions-Upgrades kaufen. Ja, ich auch. Bitch, mit meinem Autogang kaputt! Ja, fuck. Was für eine Bitch! Okay. Okay, ich bin ja dran, bin ja. Okay, ui, ui, geh weg mit der. Oh, oh. Oh, oh. Shit. Nein, war nutzt die Chance, mal wegzulaufen, während der gerade sich da. Halt weg! Je näher dran sind, desto mehr weh tut das. Oh, shit. Ah! Er hat's auf mich abgesehen. Er hat's wirklich auf mich abgesehen. Ja, dann geht's zu meinem Autogun. Okay. Ah. Please, Mama. Mama. Oh.
Okay, keine Raketenwaffen mehr. Shit, oh shit, oh shit. Ja, hau halt einfach auf. Please. Du hast doch eben nicht auf die fokussiert, ja. Das kann mir irgendwie tun. Okay, es tut wieder weh. Warum hat der eigentlich auch keine Musik? Was soll das denn? Oh shit! Ja, jetzt wird's schlimm. Gut, Alles klar! Shit, hör auf mir zu stehen! T-Post, Au! Shit! Nein! Okay! Shit! Ich hab so das Gefühl, ich bin jetzt der Typ, der danach springt! Archie! Nein! So ein Dreck! Killer weiß es selbst nicht so genau. Ich weiß gerade einfach nicht. Ich glaube, der Deathbot blockt den. Okay, das wird ein bisschen wehtun. Ah! Ja. Ja, aber bist du. Weil jetzt kommt nicht die Phase, wo es echt schlimm wird. Okay. Und weg hier. Können wir den Unbesiegbaren besiegen? Ja. Wir müssen nur jetzt in der Nähe sein und immer den anderen wiederbeleben, sobald er. Jo. Ich hab Schaden. Oh Gott, ich werde down gehen. Oder? Doch nicht? Er kommt. Ja. Nein, Hebel, warum? Es war's down! Geh! Weil ich vor mich wieder zu. Shit! Ach scheiße! Zwei Leute okay. Auf einmal. Bin ich Schmuße? Autogun! Ich glaub, das war's nicht. Warte kurz! Yay! Gut gemacht, mein Freund. Komm, help! Sorry! Nein! Hyperio und der Dino. Du bist tot. Oh, ein weißer Raketen da. Ja, Mann. Blauer Schild. War ja gar nicht so schlimm. Ja, also es war mein anspruchsvoller Gegner, ich meine. Ja, und wahrscheinlich der anspruchsvollste Gegner, den wir in diesem DLC hatten. Locker. Hallo? Kannst du in diesem DLC einen Boss erinnern, wo wir zwei Anläufe brauchen, damit sie besiegen? Nee. Doch, Mann. Nee. Captain Scarlet's Viech, das war heftig. Oh ja, als das Ding in Iridium gedrängt war und dann so mutiert ist und 12 Köpfe hatte, die alle Feuer gespuckt haben. Ja, oh, ja, das war echt hart. Hab ich jetzt voll drauf vergessen, ich dummer Leich. Jetzt gehen wir noch zu DJ Tenne. Dann statten wir noch einen Besuch ab. Müssen wir da umbringen und dann ist das DLC vorbei. Nee, aber das, halt, danach warte. Gehen wir wieder auf den Leuchtturm. Wir müssen für das auf den Leuchtturm. Oh. Okay. Ja, cool. Aber nee, wir machen nicht nochmal das End. Na gut, dann halt nicht. Ja, ich weiß, der Endboss war wirklich hart. Und es hat uns 12 Stunden gedauert, bis wir den erledigt haben. Ja, es war halt schon. Ist auch eine persönliche Sache irgendwo. Ich glaube, Pascal empfindet Gefühle für Scarlet und deswegen. Ja, man. Da brauchst du mal ein Ziel. Aber darf ich für einen persönlichen, für einen privaten Ding, darf ich aber das Ding da oben schon mal aktivieren?
Wir müssen es ja fertig machen. Ich kann sie ja auch privat mit Daniel alleine nochmal besiegen. Natürlich. Wenn das emotional zu viel für dich ist, Pascal. Ja, das ist echt nett von euch. Ja, I got you, boo. Ich nehme doch Rücksicht auf deine Gefühle und so und emotionalen Zeugs und so. Ich weiß, es war schwer für dich zu ertragen, als sie uns auf einmal hintergangen hat. Das hat keiner von uns kommen sehen. Ja, haben wir schon ein bisschen die Hosen ich meine. Ich finde es schön, dass du das rauseditiert hast, Daniel. Dass Pascal emotional so fertig war. Ja. Guter ja, Mann. Ich hab extra alle Tonspuren von Pascal rausgeschnitten, weil ich den Ton immer einzeln aufnehme. Und zwar jede einzelne Spur von jedem von euch nehme ich einzeln auf. Das ist halt noch Dark Souls. Nein! Oh. Hilfe. Gami nicht hoch. Nein. Ah! Hilfe, eine Sandraupe bespuckt meine Gliedmaßen. Ja, ich komme. Nein, ich bin auf dem Schützenplatz. Achso, deswegen kann ich nicht auf den Schützenplatz. Na, jetzt bin ich auf dem Schützenplatz. Und bleib tot. Mann, der Sandraupe hab ich gezeigt. Nicht. Los! Auf geht's! Ah nein! Okay. Shit! Alles explodiert und stirbt. Oh. Okay. Lass mich deine Schreie hören. Weg mit euch. Wir müssen hier durch. Ah, so. Geil. Jetzt habe ich mir meinen abendlichen Mitternachtssnack geholt. Ja, abendlichen Mitternachtssnack. Ja. Finde ich gut. Also sicher, wo ihr die zwei jetzt getötet habt. Mhm. Was? Zwei Typen, die ihr getötet habt. Achso, ja, das kann sein, dass das von da aus ist. Na, wir gehen jetzt einfach dahin und dann hauen wir den Typen aufs Maul. Kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Du hörst jetzt deine Schnauze. Halt deine Schnauze. Wir haben uns verstanden. Hat die mein Brettchen kaputt gemacht? Ja. Nee. Hat die mein Brettchen kaputt gemacht? Ich glaube, die Gegner. Ich wollte gerade sagen, die Gegner sind noch gar nicht respawned, aber jetzt kommen sie. Ich empfinde eine tiefe. Ja, man, es ist doch mitten in der Nacht, Daniel. Wir schlafen doch. Genau, die brauchen die einfach länger, um zu spawnen. Also erstmal aus ihrem Bettchen aufsteigen müssen. Ja. Betten hier nur. Natürlich. Ja, in den Häusern gibt's bestimmt Betten. Wenn du vorne beim Schatz bist, was nicht der Fall sein wird, aber nur falls, hüte dich vor dem Leviathan. Er hat Roscoe gefressen, wie ich vielleicht schon erwähnt habe. Und laut Blakes Notizen wird er die Schatzkammer bis aufs Blut beschützen. Wunderschön. Ja, Mann, cool. Ich hab schon richtig Bock, den Leviathan umzubringen. Ja, Mann. Ist richtig anstrengend. Haben wir noch gar nicht gemacht. Nee. Ja, Mann. U-Bahn. DJ Tanner, warte. Ein Kamel mit seinem Hooks. Der mich einfach zu sich ran, ey. Ja, bin einfach da gewesen. Wow. Boah. Das sind vielleicht ein paar Dödel. Ja, das sind meine Dödel. Ja, aber das sind meine Dödel.
Yo. Und tschüss dann. Na dann. Ich mag die Musik. Ah, ah. Gut. Ah, die Musik ist schon wieder vorbei. Ich bin tot. Was? Ja, ich bin aus Versehen in den Abgrund gesprungen. Ich dachte, du hast schon wieder irgendwo runtergestürzt. Meine Herren. Aber ja, warte, das meine ich. Ja. Gut, dass sie drüber gesprochen haben. Gut auch. Danke, Sensorbot. Ja, Mann, wir dürfen zurück zum Sensorbot. Echt? Mhm. Ich bin doch extra jetzt hier hingelaufen. Ich würde gerne erst nochmal kurz hoch zum Leuchtturm gehen, damit wir wenigstens das Ding da hier oben setzen können, Mann. Weil wir schon die halbe Strecke gelaufen sind. Wenn irgendjemand von euch in eine KSP 3 dann geh mal hier scheiß alle. Was? Mach mir Was? Ich verstehe. Ja, wenn wir nach Reich rein. Das Kontakt, die hier erstmal so hart ab, wir wissen nicht, was du uns sagen willst. Nein, wir wissen es wirklich nicht. Nee. Nee, das nee. Ist das Erste, was normal rausgekommen ist. Aha. Weiß ja nochmal gegen was spawnen. Als die alle die Gnade meine Autogun kennenlernen. Parkour, Baby. Baby. Ich muss richtig aufs Klo. Egal. Bleib aufs Klo. Das Sky is the limit, my friend. Yeah. Du siehst richtig merkwürdig aus, mein Freund. Mhm. Ja. Er ist jetzt ein Wrestler. Danke noch einige Leute. Dankeschön. Oh nein, ich hab ja gar keine Muni mehr. Okay, Muni. Shit, Scheiß. Yeah. Hast du hier noch einer, der aufs Maul will? Nee, ich hab auch gedacht schon. Sonst hätte er nämlich ordentlich Ärger gekriegt hier. Ist jetzt echt runtergefallen. Ja, ihr macht das schon da oben, ne? Sogar echt. Ey, ihr macht das schon, ich Ich bin auf dem Weg da oben. Ich eile. In der Zeit habt ihr wahrscheinlich 10-mal den Leuchtturm mal geklommen. Nee, der Lift ist noch langsamer als du. Ja, das ist halt wirklich der so. Der Lift ist noch nicht mal unten. Ja, ich hätte halt echt aufs Klo gehen können. Hättest du? Ja, Mann, hättest du. Ja, gesagt. Kannst ja, du, egal. Aber okay. Für das hast du dich über fehlende Munition beklagt. Tja. Hängt der Lift irgendwie fest? Oder ist der nicht so lang? Der war beim ersten Mal auch so lang gebraucht. Jetzt braucht er bestimmt noch zu... Jetzt braucht er der bestimmt noch zu lange, um wieder hochzufahren. Nee. Aua. Au, ey. Komm schon, Lift. Boah, im Ernst jetzt? Nicht zurück, ja schon. Er will nicht. Ja, geil. Jetzt ist er schneller. Ich geh kurz aufs Klo. Jo. Ja. Ups, gut's Kackle. Gut's Kackle. Jetzt würde erstmal hier ein Asterix und Obelix Comic in Mundart vorgelesen. Ja, da gibt's schon ein kleines Dörfle in der Mitte von Gallien und da sind da die ganzen Römer draußen rum und die wollen das alle kaputt machen. Weiß nicht, was für ein Dialekt das ist, aber. Sorry.